every special request. Then I would like to tell you the COS, the crew operations supporter. He has to do a bit more with the mission control center. He is trying to update and to coordinate the PFDF and the NTS thing. And he is trying to get the support between. Das merken Sie, dass Sie fahren. Ja, das merke ich zwar.
Nee, das ist ja hier schon vorgesehen. Und dann ziehen wir es ja nur hier rüber und dann bleibt der Crew. Yes, Bonnie, two things. One, if you could give us another readout of the display number 2 on the HPT, and also check the glove box whether it's on. If so, please switch it off. Over. Okay, understood you, Bonnie. That's copy. Thank you. This would have been after checking rotor free and cage latch fully closed. So as I say, it was really asking her to recall from her previous ship what the status was, but it was dealt with as a request to actually perform an action there and then. Heute bisher nur auf den Air Ground 1 beschränkt. So our first action is to die Übermittlung von Sprache, Daten und Fernsehbildern von Spacelab nach Oberpfaffenhofen ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg der Mission. Von Spacelab gehen die Signale zunächst zu dem TDRS-Satelliten, von diesem dann zur Bodenempfangsstation in New Mexico. Eine zweite Bodenstation sendet sie über den regionalen Nachrichtensatelliten DOMSAT zu den Empfangsstationen des Johnson-Raumflugzentrums in Houston in Texas und des Goddard-Raumflugzentrums in der Nähe Washingtons. Über Intelsat 5 erreichen die Signale schließlich die Bodenstation in Raisting in Oberbayern. Diese gibt sie an das Deutsche Weltraumbetriebszentrum in Oberpfaffenhofen. Die gesamte Strecke, rund 220.000 Kilometer, legen die Signale theoretisch innerhalb von 0,007 Sekunden zurück. In der Praxis sind es allerdings 5 bis 6 Sekunden, da mehrere Schaltstellen dazwischen liegen. Spacelab, this is München for MS-1, over. So, whenever has to go and check if it's really on, if on, switch on. He would appreciate to get a repetition of the second reading. So, aber hier ist jetzt nicht drin. Hier ist jetzt nicht drin. Da hast du es vergessen reinzuspannen. By Red COS and see a C-Loop, go ahead. Okay, might I be advised that all this is on page 3-38, step number 8. Over.
Dieser Dimension werden zwei deutsche Wissenschaftsastronauten zusammen mit ihrem holländischen Kollegen die Fülle der Möglichkeiten unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit zu forschen und zu arbeiten demonstrieren. Wir werden diese D1-Mission unter deutscher Regie durchführen. Die Bodenstation, die Lastkontrolle von Deutschland aus geschehen. Dies wird in einer nächsten Stufe münden, in einem europäischen Beitrag zur amerikanischen Raumstation. Dieses Projekt Columbus baut auf Spacelab und den Spacelab-Erfahrungen. Wir werden gemeinsam mit den Amerikanern die Möglichkeiten einer permanenten Raumstation für Forschung und Technik nutzen können. Was darüber entstehen wird, über die einzelnen Experimente hinaus, ist eine engste Zusammenarbeit in Hochtechnologie, die für ein erfolgreiches Arbeiten unter den Ländern der freien Welt in den künftigen Jahren entscheidend sein wird.
Ja, play in 20, go ahead now. Ja, it's switched on or on already. It's a hot intercom. One or two, this is PS1. Who would like to do a come check for the... Beim Experiment NAVEX sollen zwei Atomuhren an Bord des Shuttle bitten und über Mikrowellensignale mit Bodenuhren auf einige Nanosekunden aufverglichen werden. Das geschieht einmal mit einem Zweiwegverfahren, bei dem das Zeitsignal zu einer Bodenstation und zurückläuft, und einmal mit einem Einwegverfahren, bei dem das Zeitsignal von mehreren Bodenstationen, die weit voneinander entfernt sind, empfangen wird. Wenn diese technischen Versuchsschritte erfolgreich abgelaufen sind, soll für
starts to work. So we checking out the sleepings here. Well, just to get in. Going to the Britain. The commanders. Zero G is much better. Much easier, right? Much easier than zero G. We just can't plug you in. Right. Perfect. I'm working. I'm guarding you. Hello, yes. Okay. Okay, I will let him know and call you back later then. Thank you. Bye bye. We put in a lot of malfunctions to exercise the controllers, and normally flights go well. The normal routine is going to be Houston Capcom is going to check in with us. If we have nothing, they're going to immediately turn it over to the CS. Being able to really simulate the ICO situation. No, we never. And I'm not quite sure whether we will have it. Probably never. I mean, the point with even with our PIs, we're the only ones to talk, giving our messages down without getting reconfirmation. We never had it on the sim, and we never got it now. They'll be allowed to check for again. For system. Aren't they for 32 hours sim going to do that? I have to check. They're trying to get them. If we could somehow, and Jim was saying, if we can get it on the building. Yeah, we were talking over the last time. We did in Space 1, we had this plain, small voice recorders, set recorders, and we plugged them in, and they were always running.